Hallo, ich bin Charlene von Univision und wir sind heute bei der Band Green Machine. Hallo ihr Lieben. Als allererstes würde ich euch mal darum bitten, euch einfach der Reihe nach vorzustellen, damit unsere Zuschauer auch wissen, wer ihr denn eigentlich seid. Ja, ich bin der Mike und ich spiele Bass in der Band. Eigentlich ganz simpel. Ich bin Tassilo und ich singe. Ich bin Manuel und spiele Schlagzeug. Ich bin Daniel und spiele Gitarre. Und ich bin der Sebastian und ich spiele auch Gitarre. Wenn man sich jetzt so euren Namen anhört, Green Machine, der ist ja jetzt eher ungewöhnlich. Wie ist man denn jetzt überhaupt auf so einen Namen gekommen, Mike? Ja, wir saßen eine Zeit lang im Proberaum und haben dann gesagt, Mensch, jetzt braucht man einen Bandnamen und haben auch erst keinen gefunden. Und dann haben wir so eine Liste gemacht, wo jeder so Ideen hatte und hat... Ja, und im Endeffekt ist dann Green Machine einfach bei rausgekommen. Also von einem, na, der ist Mist und dann blieb Green Machine übrig und ja, der ist geil, ja, der hat was, ja, den nehmen wir einfach. Ja. Und ich habe gehört, eure Fans nennen sich Green Army, wie kam das? Ich weiß nicht, haben die das von alleine gesagt? Haben wir denen das vorgegeben, dass sie das so sagen sollen? Ich glaube, die haben sich den Namen selber gegeben, was ich hoffe. Total genial ist. Na, das klingt doch gut. Und wie ist denn jetzt eure Band überhaupt entstanden? Wie kam das denn jetzt? Ja, für Schrecken war vielleicht was dazu. Antworte du uns doch mal. Damals, als es noch StudiVZ gab, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, habe ich quasi einfach nur einen Post rausgehauen mit der Frage, wer hat Bock auf eine Band und ein bisschen zu rocken. Und da haben sich so einige Leute gemeldet, genau die gerade um uns herum sitzen hier. Also seid ihr auch immer noch in der gleichen Besetzung? Ja, bis auf eine Person. Am Anfang hatten wir mal einen anderen Sänger, das war der Markus Schweiß, den wir jetzt nicht mehr haben. Jetzt haben wir Tassilo gefunden und es klappt hervorragend. Tassilo, du bist ja der Sänger der Band. Wie würdest du denn jetzt eigentlich die Musik beschreiben für die, die euch jetzt noch nie gehört haben? Ja, gute Frage. Schwierige Frage. Es ist immer schwierig, über sich selber zu reden und dabei so objektiv zu bleiben. Ich würde sagen Heavy Rock. Also es ist kein Metal. Ist kein Rock'n'Roll. Ja, sowas in die Richtung. Heavy Rock. Weiß ich nicht. Am besten anhören. Also es ist wirklich schwierig. Ja, wo du jetzt gerade beim Stichhören anhören bist, dann würde ich doch mal sagen, schauen wir einfach mal kurz rein, was die Jungs denn so für Musik machen. We are ready! We are ready! Wie lange ist jetzt los, Hörner? Stadt Einbeck hat ja nur so circa 30.000 Einwohner. Ich habe bei euch auf der Homepage gelesen, dass ihr auch schon in Polen und in Kiel unterwegs wart. Wie kommt das denn, dass man, wenn man in so einer kleinen Stadt lebt, so erfolgreich wird? Ich frage dich jetzt hier mal. Sag es, Kaiser. Ja, ich würde sagen, wir sind einfach gut, ne? Also, das ist, die Geschichte in Polen war über die Partnerstadt. Also da gibt es eine Stadt, die mit Einbeck irgendwie zusammenarbeitet, die heißt Patschkau. Und da gibt es jedes Jahr irgendwie ein Festival und das ist schon öfter so gewesen, dass da Einbecker Bands gespielt haben. Und dafür auch polnische Bands dann in Einbeck auf dem Eulenfest. So sind wir da dran gekommen und die Geschichte in Kiel über so mehr so Vitamin B. Also es war ein Kumpel von mir, der da die Kneipe hat. Da durften wir da hinfahren. Und Sebastian, was würdest du jetzt persönlich als euren besten Auftritt bezeichnen? Ich glaube, das kann man gar nicht so konkret sagen. Also für mich persönlich war, klingt ein bisschen schleichwerbungmäßig, aber auf jeden Fall hier in Göttingen, bei Rock am Kaufpark 2012, glaube ich, war das.
weil es halt relativ groß war auch und es hat auch Spaß gemacht und es hat rundum auch funktioniert. Und natürlich in der Heimat auf dem Eulenfest, wo wir da mal gespielt haben, das erste Mal gespielt haben. Da war halt auch wirklich für einen Freitag, frühen Abend halt wirklich die Hölle los, sage ich mal. Und womit wir halt auch nicht gerechnet haben, aber das war halt ziemlich voll und die Show war gut und es war auch alles, es hat halt komplett gepasst. Das sind jetzt so die beiden, die mir auf jeden Fall in den Sinn kommen. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr mehr so eine Hobbyband oder kann man das schon als professionell bezeichnen? Es hat ja alles hobbymäßig angefangen, aber wir wollen natürlich so professionell wie möglich wirken und rüberkommen, was das angeht. Und wie ist das dann mit eurem Privatleben? Kommt da was zu kurz? Wie klappt das so mit Beruf? Wir kriegen das schon alles unter einen Hut auf jeden Fall. Wir geben natürlich bei allen Sachen immer unser Bestes, egal ob es jetzt das Privatleben, die Arbeit und so weiter ist oder natürlich die Band. Wie ist das denn mit der ganzen Finanzierung? Ich meine, bei euch ist doch bestimmt schon mal irgendwas kaputt gegangen. Oder jetzt, wie kommt ihr zu den Auftritten hin? Wie läuft das bei euch? Da haben wir eigentlich relativ viel Glück, dass wir, also kaputt ist bei uns eigentlich noch nie was gegangen. Ne? So auf, naja, okay, mal eine Kleinigkeit, aber nichts, wo man sagen muss, oh Mist, ich brauche jetzt einen neuen Gitarrenverstärker oder ein neues Schlagzeug. Und wir haben Gott sei Dank einen Bekannten, der sponsert uns den Bus, den er hat. Er hat privat einen sehr coolen Bus und den dürfen wir für eine Flasche Havanna immer haben, egal wo wir hinfahren. Und das klappt auch immer hervorragend. Also da haben wir eigentlich auch Glück, dass wir uns nicht jedes Mal ein Auto mieten müssen. Wegen den Kosten. Das meiste wird selber bezahlt. Ja. Das meiste wird selber bezahlt. Ja, so ein Kleinigkeiten, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, gut. Und jetzt frage ich dich nochmal, Tassilo, als Sänger, wie ist das denn? Woher kommt denn die Inspiration zu eurer Musik? Habt ihr irgendwelche Vorbilder oder wie läuft das bei euch? Ich glaube, da haben wir fünf verschiedene, also Musikrichtungen im Hintergrund so. Weil auch jeder irgendwie verschiedene Musik hört. Deswegen ist es wahrscheinlich mehr so ein buntes Potpourri. Also ich könnte jetzt nicht ad hoc sagen, welcher Band wir nacheifern oder so. Wahrscheinlich müsste man da einfach mal in die Runde fragen. Ja, ist halt sehr gemixt. Von Goth-Rock über 70s-Rock und Metal, Post-Hardcore oder Punk. Ich weiß nicht, das kann man schlecht verallgemeinern. Wie gesagt, ist halt schwierig, das zu beschreiben. Ja, ihr habt mich jetzt ganz schön neugierig auf eure Musik gemacht und ich denke mal, einige Zuschauer auch. Wann habt ihr denn in nächster Zeit geplant? Habt ihr Ziele? Bringt ihr irgendwas Neues raus? Was kann man erwarten? Mike? Ja, wir haben gerade eine EP aufgenommen. Die ist zu 99% jetzt auch fertig. Kleine Feinheiten noch. Daraufhin spielen wir eine kleine, ja, man kann es sagen, kleine Release-Tour. Konzerte ein bisschen weiter verstreut in der Umgebung, je nachdem. Daten bei uns auf der Facebook-Seite zum Beispiel. Ja, zurzeit haben wir, ich darf jetzt mal Werbung machen. Welche Kamera? Nimm Kamera 2. Ja, ich nehme Kamera 2. Das ist live aus Polen, live at Patschkau. Sehr gute Qualität, Live-Mitschnitt, super. ja, die haben wir auch gerade dabei, haben die auch gerade frisch fertig. Wollen wir natürlich auch in das Volk bringen, so gut wie es geht. So, Sebastian, ja, ihr habt jetzt gesagt, unter das Volk bringen. Wie komme ich denn an eure CD, wenn ich die jetzt haben möchte? Auf Konzerte gehen. Nee, also ja, zum einen natürlich auf Konzerten, da haben wir die CDs immer dabei. Oder versuchen natürlich auch andere Sachen unter die Leute zu bringen. Also T-Shirts, CDs und sonstige Sachen haben wir immer dabei. Und ansonsten kann man die natürlich auch bei uns einfach bestellen, indem man uns anschreibt über Facebook oder Ähnliches. Oder die jetzt uns einzeln irgendwie kontaktiert, das spielt eigentlich keine Rolle. Und dann sind wir auch bereit, die per Post nach Hause zu schicken. Super, das klingt sehr toll. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Danke fürs Zusehen. Tschüss und bis bald. This is the Green Machine. Green Machine. 8, 9, 10 years old. Old enough for Green Machine. A racer for guys who like a ride that's really fast.